So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Ramses ist der Dicke, eine neue Folge Pokémon Go, beziehungsweise es ist wieder Zeit für Raid am Mittwoch. Na, Adi zerlegt schon wieder den Teppich. Ich weiß nicht, ob man es hört. Es ist mitten in der Früh. Es ist kurz nach 7 Uhr, wo ich jetzt schnell das Video aufnehmen möchte, weil ich habe heute noch einen Termin in Hitburghausen, muss dann weg, muss das alles vorbereiten. Das muss vorher sitzen. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch vorbereitet. Am Ende gibt es auch wieder den Schocker der Woche. Es ist noch dunkel draußen. Ich hier im Rotlicht, im Blaulicht gemischt. Und man merkt deutlich, dass der Knofenser Community Day am Wochenende war, denn wir haben etliche Knofenser Einsendungen bekommen. Jetzt aber erstmal kurz akklimatisieren und dann loslegen mit dem Video. Angefangen hat die Woche hier beim C-Day-Ticket vom Kaiser Kai. Der hatte mir für 1 Euro das C-Day-Ticket geschenkt. Danke nochmal Kaiser Kai, es hat sich auch wirklich gelohnt. Wir haben den Stream wieder gemacht, wir haben das Ausbeute-Video gemacht. Ihr habt ja gesehen, was ich bekommen habe. Wenn nicht, dann habt ihr es nicht gesehen, das ist klar. War eine gute Ausbeute diesmal, so gut kenne ich das gar nicht. Deswegen habe ich jetzt 2 neue Kaiser Kai Maskottchen bei mir im Beutel rumfliegen. Trainer Sir Abs ist Glücksfreund geworden, Erzengel Michael Glücksfreund geworden. Dann für mich eigentlich der Schocker des Jahres. Der Gabriel hat mir gezeigt, was aus meinem Hauptaccount, was aus meinem Main geworden ist. Seitdem der Avatar-Anpassung Änderung wurden die Leute einfach nackt gemacht, entkleidet, um 100 Jahre verjüngt und jetzt sehe ich aus wie ein kleiner Milchreis-Bubi. Also das passt ja eigentlich, aber irgendwie finde ich es richtig schäbig. Er sagt ja, cooles Outfit, also richtiges Standard-Outfit und dann, keine Ahnung, was ist das, 10-Jähriger hin und her. Das sieht auf jeden Fall komisch aus, die ganze Zeit war alles super, aber Leute haben schon gesagt, daran erkennt man jetzt auch inaktive Accounts. Weil bei inaktiven Accounts wohl dieses Standard-Outfit angelegt wurde und man dazu selbst beitragen muss, sich zu verstecken hinter Masken, hinter Brillen, hinter Hüden, hinter Bärten, damit man nicht sieht, wie komisch das aussieht. Alex ist auch Glücksfreund geworden, Chefe24, das fand ich auch richtig cool, das wollte ich auch erst zum Schocker der Woche machen. Happy das 100er, dann melde ich schnell den zweiten Account an und was wird es? Bam, shiny 100% Knofenser. Das muss ein richtig tolles Gefühl gewesen sein, wenn du siehst, oh mein Gott, ein 100er. Ich fange es einfach auf dem Kleinen auch noch und plötzlich schillert es. So ging es mir mal in Coburg beim Lavita Community Day. Da habe ich eins gefangen, da habe ich bewertet und gesagt, oh, ein 98er. Und auf dem Kleinen drücke ich es an und es schillert. Und ich dachte, nein, ein 98er Shiny, das ist richtig genial gewesen. Beziehungsweise nicht auf dem Kleinen. Die anderen haben gesagt, das ist ein 98er, oh, hast du das gefangen? Und ich klick's an, das hier, und dann chillert es. Und es war das 98er auf dem Hauptaccount. Das war mein Despotar, was ich immer auf Level 50 hatte und immer zur Mega-Entwicklung gemacht habe mit Katapult und Steinkante, was eben das Gesteins-Despotar in der Mega-Entwicklung sein sollte. Das ist eins von dem Maskottchen, das habe ich auf Level 50 gezogen. Kaiser Kai hier, 100% Knofenser, möchte ich auch so lassen, möchte ich gar nicht durchentwickeln. NetGhost, auch Glücksfreund geworden. Alexander Ahringer zeigt seine Ausbeute vom Knofenser C-Day. Der hat da Knofenser Shinies bekommen. Stellt euch das mal vor. Meine beste Ausbeute von Knofenser, ein 100er Sazenia aus dem 1-Euro-Ticket. Als entwickeltes Sazenia bekommt ihn 100%. Also das ist so schon da direkt rausgekommen als 100% Sazenia. Das ist auch cool, das ist auch eine Überraschung, das ist lecker. Samyang Bulldog Cheese mit Ente. Guckt euch die Ente an, macht schnell weiter. Ich habe schon wieder Bauchschmerzen, muss ja erstmal noch Frühstück machen. Borki, nichts Besonderes, aber finde es cool, mal wild zu sehen. Ein Macholo am Pokestop. Das davor war Silvio. Red man nicht drüber, Silvio, die Küche muss stehen, ne? Borki, nochmal, erste Quest im Event hier, Shiny, Rotomurf, dann die Verwirrung des Jahres. Ich bin Glücksfreund geworden mit Matze Nottlern. Matze Nottlern ist aber nicht Glücksfreund geworden mit mir. Bei mir kam die Meldung, ich habe ihn angeschrieben und gesagt, hey, Lucky, und er, nö, sind wir nicht. Er schickt mir seinen Screenshot, sind wir nicht. Er hat auch nichts bekommen, war also sehr komisch. Habt ihr das schon mal gehabt, dass ihr lucky geworden seid, aber der andere eben nicht lucky geworden ist, aber ihr, wenn ihr tauscht, trotzdem einen Lucky Trade habt? Das ist sehr komisch. Jetzt
frag ich mich wieder bei manchen, wenn wir Lucky sind, wieso melden die sich denn einfach nicht? Die sehen doch, dass wir Lucky sind. Vielleicht sehen die es aber auch gar nicht. Wie zum Beispiel Betty. Mit Betty bin ich Lucky. Betty letztens hat lauter Sachen von mir geliked, gemacht, getan. Aber für den Lucky Trade, die meldet sich nicht. Vielleicht wird es bei ihr nicht Lucky angezeigt. Jason für Raider Mittwoch. Das B-Ball ist aus der Forschung. Das Shiny Natu kam nach dem Community Day. Shiny B-Ball, Shiny Natu, Shiny Knuffenser. Ganz viele Koselinchen hier auch. Geht wie mit meinem Lavita um. 98er, oh, und Shiny direkt mitgenommen. Dann Tangela, Shiny auch noch mitgenommen. Taubsi mitgenommen in Shiny. Caputoro bei McMackie, Shiny mitgenommen. Ich habe heute noch zwei Versuche mit zwei Pässen, das Shiny Caputoro zu bekommen. Ich habe in letzter Zeit mich immer ein bisschen das Genaya angepasst in der Raid-Gruppe. Ich habe immer nur ein Caputoro gemacht und den zweiten Pass für Mega Scaraborn benutzt. Obwohl ich das eigentlich gar nicht mehr bräuchte, die Mega-Energie ist genügend am Start, der Rest ist egal. Aber vom Caputoro das Shiny zu bekommen, dachte ich, geht nebenbei, das Ding ist ja zwei Wochen da. Ich habe aber noch keins. Jetzt habe ich heute nur noch einmal, also zweimal den Versuch, das Shiny Caputoro zu bekommen. McMaggie hier, Unratydox mitgenommen, vier Stück, Sazenia, Knofenser, alles vom C-Day, Nidoran, Shiny, Blood and Tears wieder mal mit hier, Bitora, Onyx, Sandan. Bonita, Ninkada, Caputoro, Reislaus, Charmiana, Aerodactyl, Fukano und hab schon 100% Krypto Ente hier, richtig gut. Erlöstes Golbit, dann einmal Pam Pam aus dem Ei gebrütet, Viscora 100er, 100% Krypto, Schneebedeck. Also die räumt auch immer mächtig ab, Potrot, Vadribje, männlich, 100% Meini. Danke nochmals für das 100er Toro auf dem richtigen Account. Alles mitgenommen, 1953, also ohne Wetterbrust. Tobi, Gott, King, Tidon, habe ich aus dem Ei bekommen. Espinodon, also eigentlich Frospino, weiterentwickelt, zack, 100%. Sieht cool aus, Drache, Eis, interessante Kombination. Dann direkt aus dem Ei hinterher. Da gab es leider kein Bild, dass man sieht, dass das und das direkt nacheinander geschlüpft sind. Das wäre auch cool gewesen. So habe ich zwei einzelne Pokémon, habe damals so viele Raids gemacht und keinen Shiny bekommen. Jetzt einfach direkt nach dem Frospino aus dem Ei geschlüpft ist, kam das Shiny aus dem Ei Fortunator. Auch cool. Dann hier noch, auch mega Zufall, ein erlöstes Mewtwo. Hat er sich getauscht oder tauschen lassen und ist durch Zufall 100% geworden. 100% erlöstes Mewtwo. Manche erlösen ihr Mewtwo zu einem 100er. Das ist einfacher. Manche tauschen ein erlöstes und dann wird es ein 100er. Warum hat derjenige aber das Mewtwo erlöst, wenn es ja durchs Erlösen kein 100er geworden ist? Weil er nur ein einzelnes Mewtwo hatte und wollte das tauschen und dann musste er es erlösen, weil warum erlöst man Mewtwo eigentlich, lässt man Krypto Mewtwo wie es ist, weil es mega stark ist, außer man kann einen 100er erlösen für die Mega-Entwicklung. Einfach mal mit meinem zweiten Account, na gut, wenn es der zweite war, dann war es wahrscheinlich eh nicht so wichtig, also hat man es einfach erlöst. Hier nochmal 100% Shiny Kindwurm vom Classic C-Day mitgenommen. Auch hier 100% Knofenser aus der Spezialforschung, das erste 100er von Knofenser. Alexander Ahringer, endlich Shiny Krebskorps in Pokémon Go. Linus, erstes Shando. Ninkada, zweites Shando. Sazenia, drittes Shando. Nicht, aber Caputoro wenigstens als Shiny mitgenommen. Gehweier, Shiny. Female, also Hornweisel, 100% Würzburg. Geht zum Bratwurststand am Marktplatz, wie Iswo immer sagte. Bronze, Shiny. Grillmark, Shiny. Kaiserkai. Adi, schaut's, Adi! So musst du das machen, wenn der Adi kommt, einfach nur dann geht er meistens wieder weg. Das dritte Männchen, ich drehe langsam echt durch. Glückwunsch. Wenigstens ist das Baumbe zu der richtigen Form geworden. Siehste. Genaya zeigt uns 33, Knofenser, 100%iges Sazenia, Inneko von Selal. Was haben wir noch? Wablu, Selal, Monimorba, Selal, Shiny Ledibar, Shiny Pummeluff, Bronze, Slimer, Rotomurf. Das ist auch gut, es gibt ja viele Memes und Bilder, die jetzt zeigen, dass man die alten Avatare vermisst und das neue alles absolut hässlich ist. Ich finde auch das neue nicht so schön.
Ich finde aber auch die neuen Hintergründe nicht so schön. Die Leute freuen sich, wow, oh, sieht das toll aus, sieht das gut aus. Ich finde manchmal, das ist so bunt und so überladen und so viel Verwirrung da. Da fand ich das alte besser, da ging es um das Pokémon. Du hast dich auf das Pokémon konzentriert. Hier ist mir das alles irgendwie zu hell und too much einfach. Das ist aber Geschmackssache. Bei manchen Hintergründen denke ich echt, aha, wo ist jetzt das Pokémon? Da hinten, da drüben, da an. Es ist natürlich in der Mitte, aber für mich ist das der Betrachter, ne, ist halt... Ich bin heute in eine Radarfalle gefahren. Hat es geblitzt? Nee, gekracht. Da muss ich ja letztens wieder denken. Der Ramses, der wird nämlich auch öfters mal geblitzt. Und das Krasse ist, ich bin so ein heftiger Gangster. Ich werde innerorts mit 50 geblitzt und ich werde außerorts mit 100 geblitzt. Und das ist beides richtig schlimm, sage ich euch. Und da kann es sein, dass der Führerschein weg ist. Innerorts 50, verboten. Außerorts 100, ist noch schlimmer. Beides führt zu 150 Euro Strafe und zu einem Punkt in Flensburg. Und das ist nicht mal was zu essen, der Flensburger. Und deswegen machen wir es schnell weiter. Das wird jetzt eh keiner verstehen. Und hä, was? Was redet? Das hat schon alles Sinn und Verstand. Vielleicht kann sie einer nachvollziehen und hat mal ähnliche Situationen gehabt. Raupi bei Arctos Dani, 100% umgemeldet Zapdos Annika, auch noch mitgenommen. Thomas Speck fühlte sich an wie ein C-Day unserer Tütox hier in der Spotlight-Stunde. Alles mitgenommen. Fukano Shiki auch noch mitgenommen. Kubulus, Kabutoro, Shiny, Filino, Shiny, Habitak, Shiny, Chanera, 100, Viscora aus dem Ei, 100, Rotomurf, 98er Shiny, mitgenommen, Henry, erste Feldforschung, Vitora, Shiny, außerdem für Raider Mittwoch, Sichlor, Fukano, Unra Tytox, Lenzart mit 52 Shinies auf dem Lennart-Account, 100% getauscht durch Shenaya, 24 auf Baumliebhaber, nimmt man mit, noch 100% durchs Tauschen auf Baumlieber gefunden, ohne Lucky Hintergrund. Mit dem neuen Hintergrund sind die Sterne beim Shiny ein bisschen im Boden. Ihr seht auch ein weiterer Nachteil, die Sterne sind im Boden. Ja? Manche sehen nicht mal oder wussten nicht mal, dass sie überhaupt Sterne sind. Balu, guck mal, das ist der alte Fangbildschirm-Hintergrund. Gefällt mir. Ne? Hier? Ah ja, weiß ich nicht. Das Vieh ist dunkel, ich sehe es kaum noch mit meinen Augen. Aber hier? Och! Das ist ja ein Shiny mit einem Sternenkreuz drumherum. Das sieht doch gut aus. Ja. Jan Lange, 100% Tordonator. Dann die Feuerwehrfrau nochmal mit dem Evoli. Mit Knofensa. Mit Zirpurze, auch Shiny. Wablu, Shiny. Schlurp, Shiny. Das war's. Jetzt kommen wir noch zum Schocker der Woche. Ich rede heute aber richtig, das weil es so früh am Morgen ist. Und weil ich mich so freue. 50 innerorts. 100 außerorts, dann haben sie dich dran, wenn du das machst. Bruder, Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt nicht von Adi mit seinem schwarzen Gummimund, der hier die ganze Zeit rumwuselt, den Teppich auseinanderwühlt, da hinten im Zeugs rumwühlt, dann hier auf dem Tisch rumwühlt, der wühlt an der Wühlmaus überall rum. Das ist der Tobi, Gott, King, Tidon. Jetzt muss ich erstmal wieder zusammenkriegen, ein Entei zum 100er erlöst. Das ist nichts Besonderes, sagt ihr. Genau. Was hat er denn noch so? Die zwei wären auch noch Pseudo-100er. Also können der auch erlösen, dann hätte er schon 300%ige Entei. Oder Entei ist so krass und stark als Angreifer, als Feuerangreifer, dass man die so lässt und niemals pusht. Dann... Mein einziges Shiny bis jetzt würde es gerne erlösen zum Shando, aber dann hätte ich kein Krypto-Shiny mehr. Was würdest du machen? Ich weiß es echt nicht. Ich muss euch sagen, die meisten Kryptos damals auf dem Main-Account haben mich gar nicht interessiert. Die Krypto-Legendären haben mich gar nicht so interessiert. Als Feuerangreifer habe ich meistens dann eh andere Sachen gehabt und nicht Entei. Ich hatte ein 100% Entei ganz normal in Kobo gefangen, damals bei einem Raid-Day. Die Möglichkeit auf ein Shando, ein 100% erlöstes Entei in Shiny, ich hätte es gemacht. Ich hätte es einfach gemacht, ich hätte das erlöst. Ich finde, so mit diesem dunklen Hintergrund und mit diesem stinke Pups drumherum erkennst du eh nicht so gut das Shiny,
weil das ja alles verdeckt ist durch das Krypto. Also machst das Krypto weg, du siehst dann deutlicher das Shiny und dann hat es auch noch 100%. Würde mir besser gefallen. Als starke Angreifer hat er ja trotzdem noch seine zwei Pseudo-Hunderter, die Krypto sind. Und er hat natürlich noch sein 100% Krypto-Entei. Und hier noch vielleicht etwas für den Schocker der Woche und das finde ich cool, weil er hat dann wirklich einfach alles. Er hätte dann ein 100% Entei, was er erlöst hat. Er hat dann ein Shando Entei, was er erlöst hat. Er hat zwei Pseudo-100er Kryptos, die er nicht erlöst, niemals im Leben. Und er hat das 100% Krypto Entei auch noch auf der Hand. Also da hat er noch einen starken Angreifer, der fett ist und dann hat er noch ein Shando, was fett ist und... So würde ich das machen. Das heißt, warum er das erste überhaupt erlöst hat, das erschließt sich mir nicht. Ich würde ja immer erstmal raiden, nichts erlösen und erstmal warten, bis das Teil wieder weg ist. Und wenn es weg ist und ich sehe, ich habe ein 100er Krypto, dann hätte ich nicht vorher eben ein anderes zu einem 100er da, normal, erlöst. So sieht man, oh mein Gott, das kann ein 100er werden, erlösen. Zwei Tage später, wow, 100er Krypto. Warum habe ich das andere bloß erlöst? So ungefähr muss das abgelaufen sein. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.